Ja, hallo, ich bin's, Björn von den drei Herren von Film. Und heute möchte ich mit euch über meine Top 5 Animationsfilme plus ein paar Empfehlungen sprechen. Also nach den Western dachte ich, mach's mal Animationsfilme. Animationsfilme, also für mich zählen da Trickfilme, also die klassischen Zeichentrickfilme zu und auch natürlich die computeranimierten Filme. Und ich weiß, das Spektrum ist riesengroß und da gibt's Millionen an Filmen. Und ich habe mal als Empfehlung so ein paar rausgesucht, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind, aber die ich wirklich empfehlen kann, weil die sind echt top. Und anfangen möchte ich mit der Dschungelolympiade. In dem Film hat der geheime Weltsicherheitsrat der Tiere beschlossen, das Fressen und gefressen werden sein zu lassen und sich im sportlichen Wettkämpfen zu messen und die Tiere rufen eine Olympiade ein und die Fernsehgesellschaft ZOO überträgt das Ganze. Das Ganze ist wirklich wie eine Fernsehübertragung gestaltet oder gemacht worden mit einer Schildkröte als Moderator, Marathonläufer, Bobfahren, also was die ganze olympischen Disziplinen halt hergeben. Mit einer tollen Musik dabei, richtig viel Humor, einfach nur ein richtig toller Film. Ich denke mal, Marco, habe ich schon öfters mal drüber gesprochen, wird mir bei da zustimmen. Das ist die Dschungelolympiade. Solltet da mal einen Blick riskieren. So, als nächstes habe ich dann einen sehr alten Film von 1954. Das ist die Animal Farm. Läuft oder lief mal sehr oft im Fernsehen, ist eine Verfilmung des Klassikers von George Orwell, in dem Schweine oder die Tiere eines Bauernhofs ihren versoffenen ja, Gutsbesitzer vom Hof treiben und dann selber den Hof betreiben und die Schweine übernehmen das Kommando und werden am Ende genauso oder noch schlimmere Ausbeuter als ihr Alter. Ja, richtig tolle Satire, richtig toller Film. Vielleicht kennen ihn schon viele, aber solltet ihr euch mal wirklich angucken. Animal Farm. Gibt es auch eine Realverfilmung, also was heißt so eine Halbrealverfilmung, also mit echten Tieren, die dann computeranimiert gemacht wurden, der ist aber bei weitem nicht so gut wie dieser alte Zeichentrickfilm hier. Und als dritte und diesmal auch letzte, naja, Empfehlung, Wenn der Wind weht, darin geht es um Jim und Hilda, also Jim und Hilda, die ein friedliches Leben leben und dann mitbekommen, dass ein nuklearer Angriff bevorsteht und sich selber einen Schutzraum basteln aus so einer schräg gestellten Tür und sich dann wundern, nachdem dieser Angriff dann wirklich stattgefunden hat, warum die Welt danach nicht mehr so ist, wie sie denn ist. Also sie vermissen dann den Milchmann und so weiter und so fort. Und es ist einfach nur eine tolle Verfilmung von einem sehr ernsten Thema. Und Pink Floyd hat hier noch die Musik gemacht und David Bowie hat hier gesungen. Und es ist einfach nur ein wirklich nachdenklicher Zeichentrickfilm, der aber wirklich mit sehr viel Liebe und so weiter gestaltet ist. Also den solltet ihr euch wirklich mal angucken, wenn ihr ihn irgendwo sehen könntet. Also Wenn der Wind weht, toller Film. So, das waren meine Empfehlungen. Kommen wir zu meinen Top 5. Und da fängt es mit der Computerfirma schlechthin an, und zwar mit Pixar. Und da auf Nummer 5 hat es ein kleiner Roboter geschafft, nämlich Wall-E. Pixar hat es hier in diesem Film gerade im ersten Teil geschafft, mit ganz wenig Worten eine richtig tolle Story zu erzählen. Wall-E, den schließt man sofort ins Herz. Und wenn dann die Liebesgeschichte hier mit Eva beginnt, ist man hin und weg. Und natürlich ein sehr ernstes Thema wird trotzdem transportiert, aber mit so viel Liebe zum Detail und innovativen Ideen, dass der Film einfach nur top ist, wie eigentlich alle von Pixar. Aber Wall-E ist da schon noch
einer der herausragendsten, finde ich. Also Wall-E ist ein ganz toller Film. Aber ich denke mal, die meisten kennen ihn auch. Ja, auf Platz 4 hat es quasi auch ein Film, weil Pixar gehört ja zu Disney, hat es einen Disney-Film geschafft. Und das ist für mich, eigentlich sind alle Disney-Filme gut oder fast alle, also da ist es wirklich schwer, eine Auswahl zu treffen. Aber meine Nummer 1 quasi bei den Disney-Filmen ist Der König der Löwen. Musik top, Story top, das Musical danach top. Zeichentrick technisch war das oder ist das das Nonplusultra. Klar, die Geschichte ist jetzt nicht so innovativ, aber so wie er gemacht wurde und umgesetzt wurde, einfach nur toll. Aber ich denke mal, den kennen sogar noch mehr Filme als Wall-E. Leute als Wall-E. Also König der Löwen muss auf jeden Fall immer in den Top 10 Plätzen sein. So, auf Platz 3 hat es dann einen Film geschafft von meiner absoluten Lieblingsserie, die jetzt schon seit über 20 Jahren meine Lieblingsserie ist. Sie haben es dann mal zu einem Film geschafft. Die Simpsons. Ich glaube, da muss ich auch nicht viel zu sagen. Richtig gut aus der Serie raus adaptiert. Wer die Simpsons nicht kennt, ich glaube, da gibt es kaum einen auf diesem Planeten. Zum Film muss ich, denke ich mal, dann auch nicht mehr so viel sagen. Dass eine riesige Glocke über Springfield gestülpt wird und Homer daran schuld ist, mehr oder weniger und so weiter und so fort. Toller Humor aus der Serie, gut in den Film übertragen. Deshalb, vielleicht gibt es da nochmal einen zweiten, man weiß es nicht. So, aber solange es die Serie gibt und ich hoffe, es gibt sie noch sehr, sehr lange, bin und bleibe ich Fan. Also, ne? Ja, Nummer 2 ist eigentlich immer ein kleiner Hinweis hier bei mir bei den Videos. Das ist na, der kleine Kerl hier. Davon gibt es ganz viele im Film. Ich einfach unverbesserlich. Tolle Story, tolle Technik und die Minions sind der absolute Oberburner. Die tragen den Film oder sind sowas, ja, Innovatives fand ich, die den Film was ganz Besonderes gemacht hat. Auch die Umsetzung, also die Geschichte von Gru und den drei Mädels, richtig mit viel auch Liebe zum Detail und so weiter. Umgesetzt habe ich ja schon in einem extra Review mal vorgestellt, diesen Film hier. Und ja. Das ist ich einfach unverbesserlich. Wenn ihr noch Näheres wissen wollt, guckt in das entsprechende Review von mir rein. Das ist meine Nummer 2. Ja, meine Nummer 1 ist hier in dieser Pixar-Box. Also da wird die Auswahl schon enger. Aber meine Nummer 1, und da freue ich mich wie Bolle auf Teil 2, der nächstes Jahr in die Kinos kommt. Nein, es ist nicht Findet Nemo. Nein, es sind nicht die Unverbesserlichen. Es ist auch nicht Toy Story. Sondern meine Nummer 1 ist die Monster AG. Super viel Humor, super witzig, richtig liebevoll umgesetzt. Gut, habe ich jetzt bei fast allen gesagt, aber es ist halt so. Mike und Sully sind einfach die größten und die Monster-Uni ist für mich mit einer der Pflichttermine nächstes Jahr im Kino. Ich denke mal, da muss ich auch nicht wirklich viel zu sagen. Also es geht um Monster, die nachts Kinder zum Schreien bringen und aus den Schreien wird dann für Monstropolis, glaube ich, heißt die Stadt, die Energie gewonnen und die kleine Boo geht dann mit durch diesen Schrank und wirbelt das Leben von den beiden total um oder krempelt es total um. Und es ist so super witzig gemacht und ich könnte ihn mir immer wieder angucken. Ich gucke ihn mir auch ganz oft an und ja, das ist meine Nummer 1. Mich würde es jetzt noch interessieren, was eure Nummer 1 ist. Schreibt mir das hier unten in die Kommentare oder habt andere Anregungen oder vielleicht noch andere Tipps für andere, die dieses Video hier schauen. Und da würde ich mich auch drüber freuen. Vielleicht habt ihr auch mal einen Tipp für mich. Was ich mir nochmal angucken sollte oder angucken könnte, würde ich mich auch sehr freuen, weil die Animationsfilme gucke ich auch sehr gerne. Und bis dahin, sage ich dann Tschüss, bis bald, der Björn.